Hallo und willkommen zusammen zum CryptoForum.de. Heute stelle ich euch einen Frame von der Firma Amatan vor. Der ist fürs Connex ProSight HD-System entwickelt worden und hat die Modellbezeichnung SCX-HD. Gekauft habe ich den bei der Firma fpvcopter.de. Da ist zurzeit im Angebot für 50 Euro. Und dann schauen wir mal nach, was wir alles dabei haben. Also fangen wir mit den kleinen Teilen an. Wir haben einen Lipo-Strap dabei. Der hat gute 26 cm mit Amatan-Aufschrift in Schwarz. Dann haben wir dabei zwei Amatan-Aufkleber. Gut, legen wir auch mal zur Seite. Dann haben wir dabei eine Tüte mit unseren Schrauben und Standoffs. Sprich, wir haben hier vier Standoffs dabei. Viermal ein FC-Abstandshalter. Das hier sind Metallschrauben. Und wir haben dabei diese 2,5er Schrauben für das Connex-System sowie diese, ich nenne es mal diese Einlassgewinde. Ich weiß nicht genau, was das für Bezeichnung ist, aber ich nenne es jetzt mal Einlassgewinde. Die haben nämlich hier auf einer Seite eine Verzahnung und die werden dann hier in dem Frame in ein Loch reingedrückt und halten dadurch praktisch von selbst und man kann einfach die Schraube festziehen. Man erspart sich eigentlich das lästige Geschraube mit der Mutter hinten festhalten an Sachen, wo man eh nicht hinkommt. Also das ist definitiv eine coole Erfindung mit diesem Einlassgewinde. Legen wir auch mal zur Seite. Dann schauen wir uns mal die Arme an. Vor allem die Fräsung, sage ich mal. Die ist, wie ich es erwartet habe, Amatan typisch. Anstandslos, kann man nicht meckern. Wir haben hier keine ausgefransten Stellen oder sonst irgendwas. Auch das Carbon ist sehr gut verarbeitet. Ich glaube, das kann man hier ein bisschen auf dem Video einigermaßen erkennen. Und wir haben keine schwarzen Finger. Also ich habe die Carbonteile nicht gewaschen, ausgepackt und hergelegt und das war's. Wenn ihr an manche China-Frames denkt, die habe ich jetzt mal ins Waschbecken schmeißen müssen, weil sonst ist man... weil es gerade so schön zum Thema passt, am Feinstaub erstickt. Gut, ja, vielleicht brauchen wir hier nochmal eine zur Demonstration. Dann kommen wir mal zum Body von diesem Frame. Bei diesem Frame haben wir den Akku auf der Unterseite. Hier dazwischen werden dann die Arme verschraubt. Und wie gesagt, hier ist wichtig, wie rum, dass man diese Einlassgewinde verschraubt, wirklich aufpassen, weil manche können von oben durch, die anderen von unten durch. Hier können sie zum Beispiel auf der Oberseite durch und hier sollten sie normalerweise auf der Unterseite durchgehören, da man da das anderweitig verschrauben, beziehungsweise hier dann diese Antennenhalterung fürs Connex draufkommt und die kommt von unten durch. Beziehungsweise, die wird von oben verschraubt, da brauchen wir dann unten das Gewinde. Also wirklich einen kleinen Probeaufbau machen. Und was das Coole an dem Frame ist, das zeige ich euch jetzt. Dazu baue ich mal die Topplatte zusammen. Und zwar stecke ich hier die Kamerahalterung zusammen. Mal so grob, so euch das ein bisschen vorstellen könnt. Die ganze Geschichte sieht nämlich dann so aus. Das wird dann der Body. Unten kommen dann die Arme rein, ist ja klar. Hier die Standoffs dann. Und wenn man jetzt will, muss man hier nicht das HD-System verbauen, sondern kann man eine ganz normale FPV-Kamera einbauen. Wie man auch sieht, wäre hier die Ausfräsung da für eine normale 5,8 GHz Antenne. Also sprich, man kann es hier oben ganz normal festkleben und geht dann hinten raus, wie man es gewohnt ist, sage ich einmal. Aber wenn man das Connex-System will, hat man dann hier bereits die richtigen Löcher drin, dass man das Connex verschrauben kann und festmachen. Und jetzt kommt die ganz coole Geschichte dran, dass man auch die Connex HD Kamera unterbringt. Gibt es hier diese Adapter dazu. Die werden hier einfach auf die HD Kamera aufgesteckt und dadurch kriegen wir wieder den Formfaktor von einer normalen Kamera hin. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Und dadurch lässt sich auch die HD-Kamera hier ganz normal verbauen
was hier ausschlaggebend ist, man kann den Winkel danach ganz normal einstellen, wie man haben will. Das war übrigens der Nachteil am Sherrycraft. Ich habe das Druckteil gerade noch da, dass man halt hier nur einen 45 Grad Winkel hat, wenn man das Teil verbaut. Und naja gut, da ich eh mehr der Freestyler bin, also so, habe ich das gar nicht zusammengeschraubt. Den Sherrycraft wird der 5,8 GHz fliegen. Der macht da definitiv mehr Spaß, vor allem mit so einem Winkel und genau dieses Ding, weil wir haben wirklich im Pro-Seite eine kleine Latenz drin. Ich glaube nicht, dass das so viel Spaß macht dann. Gut, so weit, so gut. So sieht das ganze Set dann aus. Ich werde das Ganze mal ein bisschen im Copterforum auch dokumentieren, den Aufbau. Da könnt ihr euch das dann anschauen, wie diese Einlassmuttern richtig rum drauf gehören. Und wenn euch das gefallen hat, das Video, lasst mir bitte einen Daumen da und abonniert mich. Danke fürs Zuschauen.